Heyho Leute, und da bin ich wieder mit meinem Business-Chef und ich bin nicht alleine. Doch, bist du. Du hörst Stimmen. Oh mein Gott, eine Commercial Frigate. Der lässt mich nicht mal joinen. Und fängt einfach das Video schon an. Ja, na und? Na warte, wenn ich dich finde, dann machen wir was dann noch. Na gut, ich fliege mal zur Base. Okay, die wirkliche Base ist es noch nicht. Also, was war eher der Plan? Naja, dass mal das Schiff kapern, was ich schon gekapert habe, und nach Hause fliegen. Das habt ihr schon mal mitbekommen. Da habt ihr auch ein paar Witze. Witze. Ich war jedenfalls ziemlich am Verzweifeln, dass ihr ja nicht mitbekommen, dass man auch vor ein paar Tagen. Da hatte ich das Schiff gekapert, das Schiff hatte keine Energie mehr und der Reaktor ist so scheiße positioniert gewesen, dass ich einfach nicht nachfüllen konnte und ich hatte einfach Probleme, ich konnte nichts machen. Und dann? Dann habe ich einfach ein bisschen das Schiff umgebaut. Das ist auch so ein tolles Schiff. Nee. Ich habe Solar Candles. Das ist schön, das gefällt mir. Hey, ist das hier deine Base? Wo? Sieht ein bisschen aus wie deine Base. Da ist jedenfalls ein paar rote, sind hier, ist jedenfalls was Rotes. Ja, das ist meine Base. Oh Gott, brems ab! Nee, oh Gott! Nein! Wow! Das war knapp! Ich wollte dir nur einen Schrecken einjagen. Du mieses Arschloch. Ja. Ja gut. Ich mal sehen, wollen wir testen, ob ich das nochmal schaffe? Nein, bitte nicht. Ich hol mir mal den Commercial Freighter. Mach das, ich park mal das Schiff. Haben wir gestern einen Militärtransporter geklaut. Und ist das Militär nachgeflogen und wir haben es ganz sachgemäß in einen Asteroiden geparkt. Ja, wie man es auch machen sollte. Und nicht irgendwie mit Vollspeed dagegen gefahren, sodass es da reingequetscht wird. Nein. Nee, überhaupt nicht. Ah, wir haben gestern ein bisschen Scheiße gebaut. Das alles auf einer Offline-Welt, haben uns ein bisschen eingespielt, ein bisschen angepasst gegeneinander, miteinander, füreinander. Das Einander halt, man kennt es ja. Jetzt kann ich dann gleich mal bei der Base da weiterbauen. Da habe ich eh noch einiges an Arbeit. Was wolltest du denn Feines bauen? Eine Raumstation. Was machst du eigentlich? Nix. Und was knirschst du eigentlich? Nix. Ah, Zwix. Nix. Okay. In 5 Kilometern bin ich da. Praktisch. Oh Gott, du blödes Raumschiff, dich zerlege ich. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht, habe ich gesagt. So, bin wieder voll beladen. Kann ich gleich mal weiterbauen oder mache ich das mal fertig? Ich bin gerade am Überlegen. Wie baue ich jetzt eigentlich? Das sind halt immer die Fragen bei dem Spiel, wenn man im Kreativmodus ist, dann fängt man einfach irgendwie an, macht sich eine fette Plattform, fertig. Und jetzt so im Survival-Modus geht das halt nicht. Hast du ja alles nicht mehr mitbekommen, da du ja erst seit gestern das Spiel besitzt. Ja, vielleicht gucke ich ja regelmäßig deine Let's Plays. okay, sorry. Meinst du das ernst? Naja, das wäre gelogen. Ja. Dachte ich mir schon irgendwie. Regelmäßig jetzt nicht. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich dann den Generatorraum baue, weil dann hau ich auch gleich mal einen schönen Generator hin, so wie es sich gehört halt. Ich kann dir helfen, sobald ich den Commercial Freighter nicht mehr geklaut habe. Okay. So, da baue ich das. Das. Und für die War Thunder Fans unter euch, nein, ich werde nicht mit einem Schiff mitten in seine Basis reinfliegen.
Das habe ich gestern schon gemacht. Ja. Genau, diese Welt hat Autosave. Wäre dir jetzt nicht aufgefallen, oder? Nö. Ist auch besser so. Aber ich nehme an, du lädst nicht einfach nach, wenn, sag ich mal, ein Asteroid oder irgendwas da reinfliegt. Nee. Oh, brauchst ein paar Soldatzellen. Soldatzellen? Hm, haben wir eigentlich eh einige jetzt, aber haben wir her damit. Naja, dann gehe ich da jetzt mal einsteigen. Bauen, ich bin immer am Bauen. Singt der Kerl immer im Let's Play? Nur hin und wieder, wenn mir langweilig ist. Wenn ja, warum hast du noch Abonnenten? Beziehungsweise, warte, nein. Warum haben wir noch? Nein! Es ist gut, dass wir Abonnenten haben. Ja. Wir haben gestern eben seinen Livestream gemacht und ihr wart alle nicht da! Also einer schon und das hätte auch einer von euch sein können, aber. Du. Ey, das hat nichts damit zu tun, dass ich als Scheiße bezeichnet habe. Ja, das war das Beste. Da haben wir gestern einen kleinen Livestream-Test gemacht. Ja, in Zukunft werden wir mal Livestreams machen, aber erst in 2 Monaten oder so, wenn ich mein besseres Internet bekomme. Und sofern wir mal ein Spiel haben, oder beziehungsweise das Spiel, wo wir eigentlich vorhatten, das auf Livestream zu machen, hinkriegen, dass es funktioniert. Ja, wenn. Naja, erzähl weiter. Ja, und jedenfalls unser Schattenjäger kam auf die super Idee zu singen: Ihr seid alle scheiße, scheiße, scheiße. Ja, so hey, scheiße. Du hast ins Mikrofon gerülpst. Na und, ich wusste auch nicht, dass da jetzt gleich eine joint. Das wusste ich auch nicht. Ja, und naja, und er hat halt genau mitbekommen wegen der Zeitverzögerung und alles mögliche und viel Gelächter und dann musste er noch unbedingt sagen, ja, auch wenn wir haben zwar ihn beleidigt, aber er ist noch da und dann hat er gelieft. Also irgendwie ist hier keine Schwerkraft drin in dem Schiff. In welchem Schiff? Wo ich gerade bin, da ist anscheinend kein Schwerkraftgenerator-Ding halt. Ja, mein persönliches Schiff war auch keiner drin. Erstmal gucken, aber genug im. Genug okay. Was? Ich wollte gucken, ob da noch genug genug Treibstoff drin ist, aber dann machen wir das anders und fliegen direkt zu der Konsole. Ja. War aber auch nicht. Du bist beim Business-Ship, ne? Ja. Das Business-Schiff habe ich mir auch deswegen gleich geholt, damit wir die Boje in unsere Base einbauen können und immer wissen, wo wir zu Hause sind. Ja, also haben wir auch direkt eine zweite Boje. Ja, das können wir dann gleich für unser großes Mörderschiff verwenden, womit wir auf Piraterie gehen und alles und jeden töten und vernichten und ganz nett natürlich sind. Natürlich. Gucken, da ist dann die Kuh, Was haltet ihr denn davon? Livestreams von euren beiden Lieblings-Let's Playern. Wovon wir natürlich jetzt mal stark ausgehen, dass wir das sind. Moment mal, beiden Lieblings-Let's Player, hey, jetzt sag ich nicht, dass sie zu Gronkh oder so gehen sollen. Ja, Gott. Hey, ich habe das HUD ausgestellt. Wie schalte ich das wieder an? Armitab. Ja. So ungefähr. Gestern haben wir verzweifelt versucht, die Waffen vom Schiff zu aktivieren. Naja, du hast es versucht. Ich habe eigentlich ein paar Mal gesagt, dass das nicht funktioniert. Ich hab's trotzdem gemacht. Da sind immer Waffen drauf montiert. Ja, aber leider ist es noch nicht im Spiel implementiert. Nur die kleinen Waffen für die Jäger gehen. Also wenn du ein kleines Schiff machst und da Raketenlauncher und Gatlings drauf machst, dann kannst du rumballern bis zum Umfallen. Ich wollte mir eigentlich das Maschinengewehr holen und die dann abknallen. Oh ja, wow, ich muss abbremsen. Oh Gott. Naja, auf einmal das Ding 100 Meter pro Sekunde. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ja, weißt du, du weißt doch, wie lange dann so ein Schiff abbremst. Hm. Wenn man es richtig macht, nicht lange. Ja, es dauert auch nicht so ewig lang. Aber der Transport hat ewig gedauert. Ja. Ich bin grün. Grün, so grün wie der Himmel blühen. Nee, irgendwie nicht. So, ja.
Jetzt bin ich so knapp 800 Meter von dir und ist das Ding, okay? Okay. Ja, mal gucken, was noch so hier drin ist. Das gucken wir jetzt mal ganz schnell über die Konsole hier. Assembler, Gatling-Geschütz, Gravitationsgeschütz. Der hat einen Gravitationsgeschütz, aber der ist einfach ausgestellt. Lol, fake. Schweißen. Ich scheiße auf den Schweißen. Nee. Boah, da hat aber viele so Solar-Panel. Ja, schon. 42. Warum auch nicht? Allerdings kein ein. Ach doch, hier bei Inventar, ja. Oh, ich habe von. Ich habe in einem Frachtcontainer, glaube ich, was sehr Schönes gefunden. Echt jetzt? Was denn? Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst den richtigen Frachtcontainer finden. Lebenserhaltungssystem könnte versagen, wird mir gerade angezeigt. Metallgerüste, Herstellungskomponenten hätte ich. Muss den anderen finden. Hier ist noch einer. Wo bin ich? Innere Panzerungsmasse kompetent für Schwerfachgenerator. Wieso? Was ist los? Ich bin gerade ins große rote Schiff reingeflogen und im Nachhinein denke ich mir, wo zum Teufel war ich? Das war sehr eigenartig. Ach Gott, nicht vorbeifliegen. Ich muss mich aufladen, sonst ist meine Lebenserhaltung. Reaktorkomponenten. Herstellungskomponenten. Ah, ich bin blau. Lol. Sowohl als auch. Oh. Wieso geht die Tür jetzt nicht auf? Welche Tür? Die Tür hier beim Schiff. Guck auf dem Control Panel, da musst du einfach T drücken, wenn es gelb aufleuchtet. Funktioniert nicht. Oh, der geht generell wieder nicht. Jetzt geht's. Der hat wieder gehangen, weißt du? Achso. Uranerz hätte ich 241 und Platinerz 306 mal. Ja, da haben wir genügend eigentlich. Dann hätte ich Lithium, Uranbarren, Kobaltbarren. Krabat? Kobaltbarren. Achso, Kobalt. 306. Und dann nochmal 17 Solarzellen. Ja, ich drifte ab. Ah, oh Gott, in Gegenwart. Oh, und der hat Assembler drin. Toll. Die allerdings nicht mehr ganz so heil sind. Ich flieg da mal zu dir. Und ich drifte ab, bis und geht nicht mehr. Ah, oh Gott! Halt dagegen, du eines kleines Triebwerk! Und zurück. Wo bist du denn? Kraft. Bist du im roten Schiff da drin oder was? Ja, ich will eigentlich das rote Schiff da mit dem Reaktorraum. Ach du Kacke, das Ding ist halb kaputt. Ja. Wie ist denn das passiert? Großer Stein, das ist eine Voreinstellung von diesem Map. Das ist einfach, da spawnst du diesen Schiff, das was beim Asteroiden gecrashed ist und hast ein bisschen Fun. Gibt's noch irgendwo ein anderes? Da ist ein da ist Private Sale, ich flieg da mal hin. Okay. So, das lasse ich mal so. Fliege ich noch ein bisschen rüber, da habe ich eh noch Platz. Oh, Junge. Das war heute ein anstrengender Tag. Schon? Hatten super viel. Montags halt, wa? Ich habe immer meine Ruhe. Arschloch. Ja. So ist das Leben. Ja, Band. Ich will nicht schon wieder sterben, weil ich zu schnell wo dagegen geflogen bin. Ist mir schon ein paar Mal passiert. Ja, mir auch. Wisst ihr, was wir gestern verzweifelt versucht haben, die Gilde 2 ans Laufen zu bringen im Koop-Modus? Also im LAN. Nix funktioniert, Tangel nicht, Hamachi nicht. Null, also
Aber wenn man versucht, auf Satellit zuzugreifen, kommt die wunderschöne Meldung, dass es nicht geht. Ja, das ist Firefox, irgendwelche Einstellungen nicht funktionieren. Also ich glaube, das haben sie irgendwie abgestellt. Also für all die, die sich ein Guild 2 Let's Play erhoffen, das wird kommen. Allerdings wird sich das dann auf dem Moment vorauszögern, wenn wir mal beieinander sind. Und uns dann über ein Kabel. Über direktes LAN-Netzwerk das mal machen können. So haben wir einfach noch das Problem, dass es einfach nicht gehen will. Also wer unbedingt ein Let's Play sehen will drüber, der soll sich bei den Ads. Scheiß Autosave! Oder falls einer von euch weiß, wie das funktioniert, ne? Naja. Einfach mal posten, einfach mal schreiben oder einfach mal sagen, hey Leute, ihr seid zu dumm dafür und uns dann den Besseren belehren. Ja, und sich natürlich schön bei den Entwicklern beschweren. Ja. Oder wenn ihr die ultimativen Obercracks seid, einfach ein Guild 3 programmieren, was ultimativ geil ist, und dann zocken wir es für euch. Gegen Geld. Ja, weil, natürlich. Nein, für unsere lieben Abonnenten sogar gratis. Ja, sicher. Ihr dürft uns das Spiel dann sogar schenken, wenn es ultimativ geil ist. Mhm. Vielleicht dürft ihr uns sogar in die Credits schreiben. Ja. Aber wir wollen nicht zu viel versprechen. Oh, das war ein kleines Schiff, ne? Hm? Ja. Private Sail. Schon? Hm. Oh, naja, weißt du, was das ist? Was denn? Das ist ein Satellit. Lol. Das hätten wir uns vielleicht denken können, oder? Hm. Sail. Es sieht jedenfalls aus wie ein Satellit. Seit wann heißt Satellit? Ist Satellit also, nicht eigentlich schon ein englisches Wort? Heißt das nicht Satellite? Keine Ahnung, ich glaube schon. Wir Deutschen vergewaltigen das nur. Ja, die deutsche Vergewaltigung. Aber da muss es doch trotzdem Eingang geben, oder? Für den Mal schon, für den Mal nicht. Keine Ahnung, vielleicht. Auf jeden Fall ist dann. Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Yeah. Oh, du blödes, rotes, großes Schiff, ich zerlege dich mit meiner Flex. Da war der Eingang schon mal nicht. Lol. Ich hab zwar was da durchgesehen, aber da war jetzt kein Eingang. Oh, hey. Gut, komm her, meine liebe Flex. Wir müssten es echt mal so machen, dass wir beide aufnehmen und dann so mit geteilten Bildschirm oder das mein Hauptbildschirm und dann deins, wenn man es hochlegt, in der Ecke zum Sehen ist. Aber ich persönlich bin zu faul für sowas. Und dafür mache ich gar keine interessanten Sachen. Ja, magst du nicht nie. Doch, natürlich, ich klaue immer Zeug. Das können wir dann machen, wenn wir mit unseren Life is Fatal Let's Plays anfangen und wo wir dann wirklich alles klauen und dann alles Videobeweis ist und wir dann von der gesamten Nachbarschaft geradet und ermordet werden, weil wir natürlich alles geklaut haben ohne Unterlass. Ja, aber unsere Abonnenten werden dann stets bei uns sein. Ja. Ich habe da eh schon ein paar Bewerber, die was da mit uns mitmachen wollen bei Diebestour, wie unser Jack White. Unser Dauerabonnent. Ach, der liebe Jack Wright. Ja. Ist das nicht der unsere Warzone Let's Plays so cool fand? Nee, der fand meine Kenshin Let's Plays Ultimate. Du bist der Burner. Ja, wirklich. Wir lieben dich. Wir wollen dich heiraten, wenn das ging, dass wir dich beiden heiraten. Naja, so weit will ich nicht gehen. Noch nicht, erstmal essen gehen. Ja. Auf Diebestour, so. Ich sag's dir, du würdest Jackie sowieso gern mögen, weil er ein Russe ist. Das gefällt dir eh so. Wieso nennst du ihn jetzt Jackie? Ja, hab ich so dran. Er hat mir auch gesagt, dass ich ihn so nennen darf. Naja, gut, Jackie, ich nenne dich einfach auch mal Jackie. Ja. Ne, Jackie? Wieso sollte ich Russen denn so gern haben? Gut, dann hast du halt Russen nicht gern, dann zeigst du deine Freundin. Hey, ich hab Russen gern. Wo jetzt? Ah, Gott. Ich bin gerade am Ressourcen rumschippern. Ja, bitte.
Ah, warum habe ich mir so viel Scheiße da reingepackt? So. Dass wir ein bisschen weniger ist, mal alles rüber. Ihr werdet auf der Treus Alpino übrigens jetzt auch mal endlich die Videos von mir finden können, wenn ich mal endlich schaffe, die hochzuladen. Da dort Treus ja 2 heißt, laut unserem lieben W21 hier. Eher laut Wikipedia. Oh, ja. Wikipedia, das ist. Das ist der Retter aller Studenten und Schüler. Ja, schon irgendwie. Naja. Das ist sogar ein ganz nettes kleines Schiffchen hier als Private Sail. Schon? Fliegt draußen umher, wenn du es hier sehen willst. 500 Meter von unserem Lager. Ist halt wirklich ein super kleines Schiff. Ah ja, werde ich mir da gleich ansehen. Jetzt muss ich erstmal meine Lebenserhaltung wieder aufladen, ansonsten sterbe ich. Ich musste erst mal was aufmachen, damit wir da. Oh, das wollte ich aber noch gucken. Warum hast du eigentlich den Commercial Freighter, den komischen Frachter, da 800 Meter von uns entfernt? Das ist ja auch nicht so weit. Naja, aber es ist schon mal praktisch. Jetzt haben wir ein Frachtschiff. Wenn wir dann mal kleine Abbauschiffe machen, dann haben wir schon mal ein großes Frachtschiff, wo wir alles drin laden und. Ja. Hier werden auch nochmal Herstellungskomponenten und Zellen drin. Also hier sind auch nochmal Solarzellen drauf. Ich glaube, Solar haben wir schon mal genügend. Ja, definitiv. Allein durch einen Commercial Fighter und dein Business Shipment. Ja, mit dem Business Ship haben wir ausgedient. Haben wir hier irgendwo auch noch eins? Nee, aber ich lasse die generell alle mal ein bisschen weiter weg stehen, falls irgendein fetter Asteroid eins von unseren Schiffen trifft, dass es nicht so Megakollision gibt. Also es sind ja nur so 800, 500 Meter, das ist ja nicht wirklich viel mit dem Jetpack. Ja. So. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin tot. Wie ist das? Ich bin schon wieder tot. Was? Naja, erstmal bin ich bin schon wieder tot. Warum? Oh, ich hab's geschafft zu überleben. Hä? Was machst du? Mein Schiff, das ich mal irgendwo geparkt hat ein Loch. Vermutlich Asteroid. Ja. Genau an dem Punkt, wo ich spawne. Lol. Dementsprechend hat er sich immer ins Schiff geglitscht und ist dadurch gestorben. Lol. Das konnte ich jetzt deaktivieren, indem ich die ganze Zeit X gepuncht habe. Ja, und mit diesen Einblicken, also mit diesen Eindrücken, Blicke habt ihr ja keine bekommen. Sag ich mal, danke fürs Zusehen, Leute. Wir werden jetzt mal einen kleinen Cut machen. Naja, eigentlich werden wir dann gleich instant weiterzocken, aber für euch ist ein Cut. Und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.